Heute haben meine Engel Ihnen eine Botschaft von größter Bedeutung überbracht. Es ist kein Zufall, dass Sie diese Worte jetzt hören. Es ist eine göttliche Berufung, die ausschließlich für Sie bestimmt ist. Meine Schutzengel schreien nach Ihrer Aufmerksamkeit und bringen Ihnen wichtige Informationen, die Sie jetzt hören müssen. Morgen markiert den letzten Tag einer kritischen Phase, und diese Botschaft ist von enormer Bedeutung für Ihre Zukunft. Ich strecke meine liebevolle Hand aus, um sicherzustellen, dass Sie jedes Wort, das ich teile, empfangen und verstehen, denn die Entscheidungen, die Sie in den nächsten 24 Stunden treffen, werden einen ewigen Einfluss auf den Verlauf Ihres Lebens haben. Hör mir gut zu, mein lieber Sohn. Im Moment passiert etwas äußerst Wichtiges, das mit einem Ort zusammenhängt, den Sie meiden müssen, um Ihre spirituelle und persönliche Reise zu schützen. Dies ist nicht nur eine Warnung, sondern ein Aufruf an Sie, mit Weisheit und Liebe zu wählen, geleitet von meinem Licht und meiner göttlichen Weisheit. Spüre, wie meine allumfassende Liebe dich in diesem Moment stärkt. Vertraue mir voll und ganz und erlaube meiner Gegenwart, jede Entscheidung, die du triffst, zu erhellen. Ich bin hier, um sie zu führen, zu beschützen und zu segnen und sicherzustellen, dass sie dem Weg der Wahrheit und des Lichts folgen. Ignoriert nicht die Zeichen, die ich durch meine Engel sende. Jede Geste, jedes Wort, jedes Gefühl, das Sie spüren, sind Ausdruck meiner Fürsorge und meiner Sorge um Ihr Wohlergehen. Ich bin hier, um Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zu unterstützen und Ihnen zu helfen, mit Glauben und Mut durch die turbulenten Gewässer des Lebens zu navigieren. Morgen warten drei Frauen auf Sie und Sie haben bereits etwas ausgewählt, das die Struktur Ihrer Existenz für immer verändern könnte. Diese Frauen sind nicht nur gewöhnliche Figuren in ihrem Leben, sie sind Vermittler energetischer Kräfte, die ihr Leben tiefgreifend beeinflussen können. Ihre Anwesenheit ist kein Zufall, ich habe sie strategisch in ihren Weg gelegt, um sie in eine gefährliche und lebensverändernde Situation zu führen. Ich sage Ihnen jetzt, gehen Sie morgen nicht dorthin. Es kann sich um ein gesellschaftliches Treffen, ein Geschäftstreffen oder sogar um einen vertrauten Ort handeln, den Sie häufig besuchen. Wo auch immer es ist, Sie sollten es unbedingt vermeiden. Diese drei Frauen warten und ihre Absichten sind nicht das, was sie scheinen. Sie mögen freundlich, vielleicht sogar harmlos erscheinen, aber ihre Energie ist dunkel und trügerisch und ihre Anwesenheit bringt das empfindliche Gleichgewicht ihres Lebens durcheinander. Wenn Sie zulassen, dass Sie Ihre Entscheidungen beeinflussen, fragen Sie sich vielleicht, wie so etwas passieren konnte. Wie können drei Menschen, insbesondere Frauen, einen solchen Einfluss auf ihr Leben haben? Aber ich sehe, was du nicht sehen kannst. Ich schaue über den physischen Bereich hinaus in die spirituellen Kräfte, die um sie herum wirken. Sie sind sich der tieferen Absichten dieser Frauen noch nicht bewusst und wissen nicht, wohin sie sie führen werden, aber ich biete ihnen die Gelegenheit, beiseite zu treten und einen anderen Weg zu wählen. Dies ist ihre Chance, ihr Schicksal zu schützen und einen Weg zu vermeiden, der alles für immer verändern könnte. Bleiben Sie bei mir, denn in dieser Geschichte gibt es noch mehr, weitere Enthüllungen, die in diesem Moment kommen werden. Wenn Sie noch hier sind, erhalten Sie diese Nachricht vollständig. Bleiben Sie bis zum Ende wachsam, um das Ausmaß dessen zu verstehen, was sich um Sie herum abspielt. Dies ist nicht nur ein weiterer Tag in Ihrem Leben, dies ist ein entscheidender Wendepunkt, ein Moment, auf den ich Sie vorbereitet habe. Die Energie, die diese Frauen umgibt, sind keine zufälligen Individuen, sie sind ein Spiegelbild von etwas viel Tieferem, etwas Spirituellem, einer energetischen Kraft, die ihr Leben zerstören kann, wenn sie es zulassen. Ihr Einfluss ist kein Zufall, diese Frauen stellen eine Kraft dar, die die Richtung ihres Lebens verändern kann.
Sie sind nicht zufällig hier. Sie haben die Verantwortung, die Pflicht, sich ihrem Einfluss zu entziehen. Wenn Sie sie hereinlassen, geraten Sie möglicherweise in eine Situation, in der Ihre Existenz in Frage gestellt wird, Ihr Frieden gestört wird und Ihr Leben eine Wendung nimmt, mit der Sie nicht gerechnet haben. Ihre Anwesenheit ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dies ist mein Aufruf, der sich direkt an Sie richtet und Sie auffordert, diese Warnung zu beachten. Ich versuche, Sie anzuleiten, um Sie zu beschützen, aber Sie müssen kooperieren. Sie müssen bereit sein, aufmerksam zu sein und auf die Zeichen zu hören, die Ihnen das göttliche Reich sendet. Vielleicht verspüren Sie in letzter Zeit ein Gefühl der Unruhe, das Gefühl, dass etwas nicht ganz stimmt. Dieses Gefühl, die seltsamen Träume, die beunruhigenden Gedanken, die Sie hatten, sind kein Zufall. Dies sind göttliche Botschaften, Zeichen aus dem Kosmos, die Sie ernst nehmen müssen. Ich versuche schon seit einiger Zeit, Sie zu erreichen, und jetzt spreche ich mit dieser Nachricht direkt zu Ihnen. Es ist an der Zeit, mit den Zweifeln an sich selbst aufzuhören und Ihren Instinkten zu vertrauen. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, Ihre Intuition versucht schon seit einiger Zeit, Ihnen etwas zu sagen. Diese seltsamen Gefühle, die Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, aus dem Gleichgewicht zu geraten oder nicht im Einklang zu sein, machen mich auf etwas Wichtiges aufmerksam. Ich wende mich direkt an Sie und bitte Sie, Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist ein entscheidender Moment in Ihrem Leben. Hören Sie aufmerksam auf einen göttlichen Schutzschild, um sich selbst zu schützen und sich mit den göttlichen Kräften um Sie herum auszurichten. Geben Sie dich, erhalte diese Nachricht, ein. Dadurch erkennen Sie die Wahrheit dieser Botschaft an und signalisieren Ihre Bereitschaft, Führung von den Engeln zu erhalten. Diese Situation ist anders als alle, mit denen Sie zuvor konfrontiert waren. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese drei Frauen von einer finsteren Aura umgeben sind. Das ist kein Zufall, ich warne Sie vor Ihrem gefährlichen Einfluss. Die Kräfte, die im Spiel sind, sind nicht in Ihrem Interesse. Sie versuchen, Ihre Entscheidungen zu manipulieren, um Sie in eine Situation zu bringen, die Ihrem Seelenzweck abträglich sein könnte. Sie müssen sich Ihrem Einfluss widersetzen, egal ob es sich um eine gesellschaftliche Zusammenkunft, ein Geschäftstreffen oder sogar um einen Ort handelt, den Sie regelmäßig aufsuchen. Ich bitte Sie, sich fernzuhalten. Dies ist nicht die Zeit, Risiken einzugehen. Achten Sie auf die Zeichen um Sie herum. Vertrauen Sie auf meine Weisheit, während ich unermüdlich daran arbeite, Sie zu beschützen, Sie zu führen und Sie vor Schaden zu schützen. Aber Sie müssen kooperieren, Sie müssen auf meine Botschaften hören und meinem göttlichen Plan vertrauen. Wenn Sie meiner göttlichen Botschaft vertrauen, stellen Sie möglicherweise die Gültigkeit dieser Warnung in Frage. Sie fragen sich vielleicht, wie drei Frauen einen solchen Einfluss auf ihr Leben haben konnten. Schließlich wirken sie vielleicht wie einfache Menschen ohne böse Absichten, aber ich sehe, was sie nicht sehen können. Ich weiß, was im Schatten verborgen ist, und ich fordere sie auf, mir zu vertrauen. Ich führe sie und zeige ihnen den Weg, auch wenn sie noch nicht klar sehen können. Vertrauen Sie dieser Botschaft und vertrauen Sie Ihrer Intuition. Ich spreche schon seit einiger Zeit mit Ihnen und fordere Sie auf, Maßnahmen zu ergreifen und Ihrer eigenen inneren Weisheit zu vertrauen. Lassen Sie jetzt nicht zu, dass Zweifel Ihr Urteilsvermögen trüben. Die göttlichen Kräfte sind mit dir, ich führe sie in Richtung Sicherheit. Vielleicht waren Sie unsicher über den Weg, den Sie derzeit einschlagen. Vielleicht haben Sie seltsame Träume, Angstgefühle oder das überwältigende Gefühl erlebt, dass etwas nicht stimmt. Diese Gefühle sind nicht zufällig, es sind göttliche Hinweise. Meine Engel versuchen, Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sagen Ihnen, dass es an der Zeit ist, Ihnen zuzuhören und Maßnahmen zu ergreifen.
geben Sie dich bin auf göttlichen Schutz ausgerichtet ein, um Ihre Verpflichtung zu bekräftigen, dem göttlichen Plan zu vertrauen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sich selbst zu schützen, Wachsamkeit und Bereitschaft. Meine Engel fordern Sie auf, in den kommenden Stunden wachsam zu bleiben, da der morgige Tag naht. Die Entscheidungen, die Sie in den nächsten 24 Stunden treffen, werden entscheidend sein. Die Entscheidungen, die Sie in dieser Zeit treffen, werden den Verlauf Ihres Lebens prägen. Achten Sie auf jedes Anzeichen, jede kleine Veränderung, die auftreten kann, sei es eine plötzliche Änderung in Ihrem Zeitplan, eine unerwartete Nachricht oder ein flüchtiger Gedanke, der Ihnen durch den Kopf geht. Dies sind die Flüstern der Engel, die Sie in Sicherheit führen. Aber es gibt noch mehr, Sie müssen sich vorbereiten. Machen Sie sich bereit, denn etwas Unerwartetes wird passieren. Jemand, der Ihnen nahe steht, hat ein dunkles Geheimnis verborgen, eine Wahrheit, die Ihnen zu lange vorenthalten wurde. Wenn dieses Geheimnis gelüftet wird, wird sich alles ändern. Diese Offenbarung wird nicht nur Ihre persönlichen Beziehungen auf die Probe stellen, sondern Sie auch geistig auf die Probe stellen. Dies ist ein Moment, der Ihre Perspektive für immer verändern wird. Geben Sie "Ich bin bereit für die Wahrheit" ein, um sich auf diese schwierige, aber notwendige Offenbarung vorzubereiten. Mein Sohn, dieses Geheimnis, das bald gelüftet wird, wird nicht nur ein persönlicher Verrat sein, sondern es wird sich auch wie eine spirituelle Krise anfühlen. Aber fürchte dich nicht, denn meine Engel sind bei dir. Sie begleiten Sie durch diesen Prozess und helfen Ihnen, die vor Ihnen liegenden emotionalen und spirituellen Turbulenzen zu meistern. Die Wahrheit mag schmerzhaft sein, aber sie ist für Ihr Wachstum notwendig. Sie werden aus dieser Erfahrung gestärkt, weiser und besser im Einklang mit Ihrem wahren Ziel hervorgehen und spirituelles Wachstum annehmen. Meine Engel helfen Ihnen, die Illusionen zu zerstreuen, die Ihr Urteilsvermögen getrübt haben. Sie helfen Ihnen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Diese Erkenntnis wird Ihnen die Augen öffnen, auch wenn sie schwierig ist. Meine Engel sind hier, um Sie durch den Prozess der Reinigung Ihrer Energie, der Überwindung der Dunkelheit und der Umarmung des Lichts zu führen. Diese Reise ist nicht einfach und kann schmerzhaft sein, aber seien Sie sich bewusst, dass die Engel Sie bei jedem Schritt begleiten. Sie helfen Ihnen, stärker, widerstandsfähiger und besser auf Ihr höheres Ziel ausgerichtet zu werden. Sie werden angeleitet, die Vergangenheit loszulassen und die Lasten loszulassen, die Sie zurückgehalten haben. Durch diese Erfahrung werden Sie zu der Person, die Sie immer sein sollten. Geben Sie "Ich lasse die Vergangenheit frei" ein, um alle verbleibenden Eigensinne loszulassen und Platz für die neuen Segnungen zu schaffen, die in Ihr Leben kommen. Meine Engel sind stolz auf dich, sie sehen ihre Stärke, ihren Mut und ihre unerschütterliche Entschlossenheit. Sie begleiten sie bei jedem Schritt und helfen ihnen, die vor ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern. Dies ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Alles, was sie durchmachen, ist Teil eines größeren göttlichen Plans, eines Plans, der letztendlich ihrem höchsten Wohl dient. Mein geliebter Sohn, verstehe, dass diese Offenbarung ein Tor zur Freiheit ist und keine Last für deine Seele. Obwohl der Schmerz des Augenblicks intensiv erscheinen mag, ebnet er den Weg für die Heilung, nach der sie gefragt haben. Ich entferne das, was nicht länger dem Zweck dient, den ich für ihr Leben vorbereitet habe. Ich lege das Verborgene offen, damit sie mit Klarheit, Kraft und Reinheit des Herzens voranschreiten können. Die Lasten, die sie getragen haben, sollten nicht ihnen gehören. Heute bitte ich dich, mir alles zu überlassen. Lass mich, den Herrn, der dich erschaffen hat, die Last tragen, die du nicht länger ertragen kannst. So wie Feuergold reinigt,
erlaube ich diesem Prozess, sie zu verfeinern und alle Zweifel, Ängste und Schmerzen zu beseitigen. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen und mit einem Licht strahlen, das direkt von mir kommt. Nehmen Sie diesen Moment des Übergangs als Brücke zu etwas Größerem an. Ich öffne Türen, die verschlossen waren, sende Menschen, die Sie unterstützen und stärke Bereiche Ihres Lebens, die zuvor fragil schienen. Dies ist eine Zeit der Erneuerung, Befreiung und wahren Transformation. Die Engel um dich herum feiern deinen Mut. Sie wissen, wie schwierig es war, sich diesen Wahrheiten zu stellen, aber sie erkennen auch die unerschütterliche Stärke, die in ihnen wächst. Sie singen Siegeslieder, weil sie sehen, was vor ihnen liegt, eine Zukunft voller Freude, Liebe und Zielstrebigkeit. Nun fordere ich Sie auf, bleiben Sie treu, bleiben Sie standhaft. Schauen Sie nicht mit Bedauern zurück, sondern mit Dankbarkeit für die Lektionen, die Sie hierher gebracht haben. Schreiben Sie auf Ihr Herz, ich bin bereit für das Neue, was Gott für mich bereithält. Dies ist die Zeit, das, was war, loszulassen und das anzunehmen, was sein wird. Jede Träne, die Sie vergießen, wird geerntet und in Samen der Freude verwandelt. Jeder Zweifel, der dich zu erschüttern versuchte, wird durch einen Glauben ersetzt, der Berge versetzt. Mein Plan für sie hat sich nicht geändert und das Versprechen, das ich gegeben habe, bleibt bestehen. Ich führe sie in tiefere Gewässer, wo sich die Fülle meiner Gnade in ihrem Leben offenbaren wird. Vertraue darauf, dass dies ein neuer Anfang ist, ein Kapitel, das mit meiner Hand geschrieben wird. Und denken Sie daran, ich bin der Autor Ihrer Geschichte und das Ende wird viel herrlicher sein, als Sie es sich jemals vorstellen können. Ich bin bei dir, jetzt und immer. Göttlicher Schutz und Vertrauen, nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit und atmen Sie durch. Atmen Sie tief ein und spüren Sie die Wärme der Engel um Sie herum. Sie sind immer an Ihrer Seite und bieten Ihnen Führung und Schutz. Sie sind hier, um Ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen des Lebens zu helfen und Ihnen zu helfen, auf Ihrem wahren Weg im Einklang zu bleiben. Vertrauen Sie Ihrer Kommunikation, vertrauen Sie Ihrem Schutz. Wisse, dass sich alles genauso entwickelt, wie es sollte. Geben Sie, ich bin mit dem göttlichen Schutz verbunden, ein, um diese Sicherheitsbotschaft zu versiegeln. Die Kraft der Liebe und Intuition in unerwarteten Momenten, auch wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen, liegt die wahre Essenz eines Augenblicks nicht in seiner Ausführung, sondern in den Zusammenhängen, die er offenbart. Diese unerwartete Überraschung hat, auch wenn sie möglicherweise nicht wie geplant eingetreten ist, zu einer tiefgreifenden Stärkung der Bindung zwischen Ihnen und demjenigen geführt, der sie organisiert hat. Den Engeln zufolge geht die Bedeutung dieser Erfahrung über die Überraschung selbst hinaus. Es weist auf die tiefere emotionale Verbindung hin, die schon immer bestand. Die Person, die diese Geste organisiert hat, liebt sie wirklich und möchte ihnen zeigen, wie sehr sie ihr im Herzen am Herzen liegen. Dies ist ein Ausdruck ihrer tiefen Zuneigung zu ihnen und sie hofften, dadurch ihre Gefühle auf greifbare Weise zum Ausdruck bringen zu können. Selbst wenn sie mit einer Überraschung konfrontiert wurden, die nicht völlig geheim war, konnten sie ihre Gefühle verstehen, und dieses Bewusstsein stärkte ihre Beziehung. Meine Engel möchten, dass sie erkennen, dass das wahre Geschenk in diesem Moment nicht die Überraschung war, sondern ihre Fähigkeit, sich in die Gefühle der anderen Person hineinzuversetzen. Dieses Einfühlungsvermögen fördert Vertrauen und Intimität, die die wahren Grundlagen sinnvoller Verbindungen sind. Diese Verbindung und dieses Verständnis zwischen ihnen ist an sich schon ein mächtiges Geschenk des Universums, das die Bindung, die sie teilen, stärkt. Meine Engel fordern sie dringend auf, ihrer Intuition zu vertrauen, da sie sich als Leitlicht in ihren Beziehungen erwiesen hat. Diese Fähigkeit, sich auf die Emotionen und Absichten anderer einzustellen, ist eine seltene und wertvolle Gabe, die es ihnen ermöglicht,
über Worte hinaus zu kommunizieren und sich auf einer tieferen Ebene mit Menschen zu verbinden. Meine Engel möchten Sie ermutigen, dieses Geschenk voll und ganz anzunehmen. Auf diese Weise vertiefen Sie die Intimität und das Verständnis, das Sie mit Ihren Mitmenschen teilen, und stellen sicher, dass Ihre Beziehungen auf Authentizität, Mitgefühl und Liebe basieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Überraschung selbst vielleicht nicht so geheim war wie ursprünglich geplant, aber die Liebe und Absicht dahinter bleibt unverändert. Die Person, die die Überraschung organisiert hat, wollte zeigen, wie sehr sie sich um sie kümmert, und tat dies durch eine aufrichtige Geste. Selbst wenn sie ihre Pläne erkannten, erfüllte die Überraschung dennoch ihren Zweck, sie einander näher zu bringen und einen Moment des gemeinsamen Verständnisses zu schaffen. Dies dient als Erinnerung daran, dass es bei den schönsten Überraschungen im Leben oft nicht um materielle Geschenke oder große Gesten geht, sondern um die Liebe und Rücksichtnahme, die dahinter steckt. Meine Engel ermutigen Sie, diese Erfahrung als ein wunderschönes Symbol der Harmonie und des Verständnisses zwischen zwei Menschen zu betrachten. Es ist eine Erinnerung daran, dass es bei echter Verbindung nicht nur darum geht, was gegeben wird, sondern auch darum, wie wir die Gefühle des anderen verstehen und uns in sie hineinversetzen. Es ist ein Zeichen dafür, dass der bedeutungsvollste Austausch im Leben oft von Herzen kommt, von unserer Fähigkeit, die Menschen, die uns am Herzen liegen, wirklich zu fühlen und zu verstehen. In diesem Sinne war Ihre Intuition nicht nur ein Werkzeug zur Verbindung, sondern auch ein Spiegelbild der tiefen Verbundenheit, die Sie mit dieser Person teilen. Wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, denken Sie daran, wie oft Sie die Welt um Sie herum beobachtet haben, ohne es überhaupt zu merken. Wie oft konnten Sie die Stimmung oder Absichten einer Person spüren, auch wenn diese Person kein Wort gesagt hat? Diese Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und die tiefsten Gefühle anderer zu verstehen, ist ein wahres Geschenk, ein zutiefst spiritueller Segen. Meine Engel führen Sie dazu, die Bedeutung dieser Intuition zu erkennen, nicht nur in Ihren persönlichen Beziehungen, sondern auch in Ihrer spirituellen Entwicklung. Ihre Intuition ist ein Werkzeug, das Ihnen helfen kann, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, Ihre Verbindungen zu anderen zu vertiefen und letztendlich Ihr Verständnis für die Welt um Sie herum zu erweitern. Meine Engel möchten, dass Sie mehr Vertrauen in diese Fähigkeit haben und Ihre Bedeutung für Ihr Leben erkennen. Dadurch können Sie auf eine Weise mit anderen in Kontakt treten, die über das Oberflächliche hinausgeht, über die Oberfläche hinausblickt und die Emotionen und Absichten erreicht, die sich darunter verbergen. Obwohl diese Fähigkeit einfach erscheinen mag, ist sie eines der größten Geschenke, die Sie Ihren Mitmenschen machen können. Es trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen, Beziehungen zu stärken und ein Gefühl der Harmonie zu schaffen, das auf natürliche Weise zwischen Ihnen und denen, die Ihnen am Herzen liegen, entsteht. Aus göttlicher Sicht hat der himmlische Vater die gesamte Situation beobachtet. Er sieht die Arbeit und Mühe, die diese Person investiert, um etwas Besonderes für sie zu organisieren. Er versteht auch die Freude und das Gefühl der Verbundenheit, die dadurch entstanden sind, dass sie die Absichten dieser Person erkannt haben. Die Liebe des Vaters zu ihnen wird in diesen Momenten der Verbundenheit deutlich. Er freut sich, wenn sie auf diese Gesten mit Empathie und Verständnis reagieren, denn darin spiegelt sich die Freundlichkeit und Großzügigkeit ihres Herzens wider. Jede Geste, die sie mit Mitgefühl und Verständnis machen, spiegelt die Essenz dessen wider, wozu ich sie erschaffen habe. Diese Fähigkeit, über Worte und Taten hinauszuschauen und die Herzen und Absichten der Menschen um sie herum zu erkennen, ist ein seltenes und kostbares Geschenk. Dadurch bauen sie nicht nur Brücken, sondern heilen auch unsichtbare Wunden. Wenn sie sich entscheiden, mit Liebe, Verständnis und Mitgefühl zu antworten, lassen sie zu, dass mein Licht durch sie scheint.
Diese Momente der Verbindung sind nicht nur flüchtige Interaktionen, sie haben eine ewige Bedeutung. Jedes freundliche Wort, jede freundliche Tat pflanzt Samen, die in der Zukunft erblühen werden und berührt Leben auf eine Weise, die sie vielleicht nie ganz sehen werden. Mein Kind, verstehe, dass du den Zweck liebst, für den ich dich geschaffen habe, indem du diese Fähigkeit nutzt, um Harmonie zu schaffen und Frieden wiederherzustellen. Ich freue mich über ihre Fähigkeit, großzügig auf die ihnen angebotene Liebe zu reagieren. Die Anstrengung, die jemand unternommen hat, um dir zu gefallen, ist in meinen Augen groß, auch wenn sie in den Augen der Welt klein ist, denn sie spiegelt ein Herz wider, das danach strebt, Zuneigung zu geben und zu empfangen. Erkennen Sie diese Gaben, denn sie kommen von mir und werden durch die Hände und Herzen derer geschaffen, die ich in Ihr Leben stelle. Denken Sie immer daran, dass jede Verbindung, die Sie hier auf der Erde stärken, eine Erweiterung meiner Liebe zu Ihnen ist. Ich möchte, dass Sie wissen, dass diese Momente, auch wenn sie klein oder unbedeutend erscheinen mögen, voller Bedeutung sind. Er versteht, dass die schönsten Überraschungen nicht immer diejenigen sind, die uns völlig überraschen, sondern dass sie aus tiefer Zuneigung und Liebe entstehen. Es erkennt an, dass die Bindung, die Sie mit dieser Person teilen, auf echter, gegenseitiger Fürsorge beruht, und das ist etwas, das es wert ist, gefeiert zu werden. Dies sind die Momente, die dem Leben einen wirklichen Sinn verleihen, die Momente, in denen Liebe, Mitgefühl und Verständnis strahlen. Ich weiß, mein Sohn, dass Liebe nicht immer in Form großer Gesten oder materieller Besitztümer geschieht. Es ist die Liebe und Fürsorge, die man einander entgegenbringt, die wirklich einen Unterschied macht. Auch wenn diese Überraschung nicht ganz unerwartet kam, ist sie dennoch ein schöner Ausdruck der Fürsorge, die diese Person für sie empfindet. Und was am wichtigsten ist, es ist ein Beweis dafür, wie sie sich auf einer tieferen Ebene verbunden haben und die Emotionen bemerkt haben, bevor die Überraschung überhaupt offenbart wurde. Dies ist nicht nur eine Zeit der Liebe, sondern auch des tiefen Verständnisses zwischen zwei Menschen. Dies spiegelt die tiefe Bindung wider, die sie teilen, etwas, das Vater sehr schätzt. Ich sehe auch die Schönheit in der Art und Weise, wie sie ihre Beziehungen steuern. Ich weiß, wie echt und aufrichtig ihr Umgang mit anderen ist. Dies ist ein Geschenk, etwas, das durch ihre spirituelle Reise und ihren Wunsch, mit Liebe und Mitgefühl zu leben, kultiviert wurde. Ich freue mich, dass Sie diese Gabe nutzen, um stärkere und bedeutungsvollere Beziehungen aufzubauen. Ich möchte, dass Sie die Menschen in Ihrem Leben weiterhin lieben und sich um sie kümmern, denn diese Handlungen spiegeln die Liebe wider, die ich für Sie empfinde. Diese Erfahrung erinnert uns daran, dass wahres Glück und wahre Erfüllung nicht aus den Dingen resultieren, die wir besitzen, sondern aus den Beziehungen, die wir aufbauen, und der Liebe, die wir mit anderen teilen. Die Überraschung kam vielleicht nicht völlig unerwartet, zeigte ihnen aber die Liebe und Fürsorge der Menschen um sie herum. Sie stärkte ihr Verständnis für die Vernetzung zwischen Menschen und erinnerte sie an die Kraft von Liebe und Empathie, Menschen zusammenzubringen. In Momenten der Besinnung und Dankbarkeit ist es wichtig, sich Zeit zum Beten zu nehmen, ihr Herz für mich zu öffnen und nach Führung, Schutz und Stärke zu suchen. Dies ist für ihre spirituelle Reise unerlässlich. Geliebtes Kind, wisse, dass die wahre Essenz des Lebens in den Verbindungen liegt, die du knüpfst, und in der Wirkung, die du auf andere hast. Es geht nicht nur ums Empfangen, sondern auch darum, zu geben, zu teilen und den Wert jedes Augenblicks anzuerkennen. Die Überraschung, die sein Herz berührte, war mehr als eine Geste, es war eine Manifestation der Liebe, die zwischen euch zirkuliert, ein Spiegelbild der Fürsorge, die ich selbst in die Herzen der Menschen um euch lege. Die Freude, die sie in diesem Moment empfanden, war ein flüchtiger Blick auf meine Anwesenheit.
Ich arbeite durch kleine Gesten, ermutigende Worte und freundliche Handlungen. Jeder von ihnen ist wie ein gepflanzter Samen, der wächst und blüht und Früchte der Liebe und des Mitgefühls hervorbringt. Ich habe euch dazu aufgerufen, so zu lieben, vereint, einander stärkend und der Welt zeigend, dass Liebe die größte Kraft ist, die es gibt. Aber denken Sie daran, mein Sohn, dass diese Verbindungen auch eine Gelegenheit zum Lernen sind. Die größten Lektionen ergeben sich oft aus der Demut, die Liebe anderer anzunehmen, zu erkennen, dass man nicht allein ist und dass jede Beziehung, die man in seinem Leben pflegt, einen größeren Sinn hat. Dieses Ziel ist mein Plan für Sie, der Freude, Wachstum und ein Leben voller Sinn beinhaltet. Nehmen Sie sich Zeit, im Gebet zu mir zu kommen. Jedes Gespräch, das wir führen, jeder Moment, in dem du mir dein Herz öffnest, stärkt deine Seele und gibt dir Klarheit, um voranzukommen. Ich bin dein Fels, dein Licht auf dem Weg, und ich werde dich niemals allein lassen. Wenn Sie meinen Rat suchen, antworte ich, oft in leisen Flüstern oder in unerwarteten Momenten des Friedens. Also lieben, dienen und leben Sie weiterhin mit einem Herzen voller Dankbarkeit. Die Erfahrung, die Sie gemacht haben, ist eine Erinnerung daran, dass ich immer in Ihrem Leben präsent bin und dass die Segnungen, die Sie geben und erhalten, Teil von etwas viel Größerem sind. Wandeln Sie im Glauben, denn es kommt noch viel mehr. Ich bereite Sie auf Momente großer Freude und Erfolge vor, die über das hinausgehen, was Sie sich vorstellen können. Und vor allem denken Sie daran, Sie werden von mir zutiefst geliebt, geschätzt und umsorgt. Lasst uns gemeinsam ein Gebet tiefer Dankbarkeit und Lobes sprechen. Lieber himmlischer Vater, in diesem heiligen Moment der Besinnung und Dankbarkeit komme ich mit einem Herzen voller Lob und Anerkennung vor dich. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Tag, den du mir geschenkt hast, für jede Morgendämmerung, die meinen Weg erhält, und für jede Nacht, die meiner Seele Ruhe und Erneuerung bringt. Du bist das Licht, das meine Schritte leitet, und die Liebe, die meinen Geist trägt. Danke, Herr, für deine unendliche Güte und Barmherzigkeit. Du bist auch in den dunkelsten Stunden immer an meiner Seite und bietest mir Schutz und Führung. Deine ständige Anwesenheit ist eine Zuflucht inmitten der Stürme des Lebens und eine unerschöpfliche Kraftquelle in meinen Schwächen. Ich bin unendlich dankbar für deine bedingungslose Liebe, die niemals versagt oder ins Stocken gerät. Ich bin dankbar für jeden Segen, den ich erhalte, ob groß oder klein, von der wohligen Wärme der Sonne bis zur sanften Kühle der Brise. Jedes Detail der Schöpfung erinnert mich an deine Großartigkeit. Ich bin dankbar für die Menschen, die sie in mein Leben gebracht haben, für die Freundschaften, die meine Reise bereichern, und für die Familie, die mich mit unerschütterlicher Liebe unterstützt. Ich schätze jede Beziehung und bemühe mich, in all meinen Interaktionen Freundlichkeit und Liebe zu pflegen. Danke, Herr, dass du mir den Mut schenkst, mich Herausforderungen zu stellen und die Weisheit, aus Schwierigkeiten zu lernen, auch wenn ich auf Prüfungen und Schwierigkeiten stoße. Ich finde Kraft in deiner göttlichen Umarmung. Jede Schwierigkeit ist eine Gelegenheit, zu wachsen und dir näher zu kommen, und ich bin dankbar für jede Lektion, die ich auf diesem Weg gelernt habe. Ich danke dir für deine reiche Gnade, die alle meine Fehler und Schwächen überdeckt. Ich verstehe, dass ich ohne deine Hilfe nichts bin und nichts tun kann. Deine Gnade ist der Balsam, der meine Wunden heilt, und das Licht, das meinen Weg erleuchtet. Vielen Dank, dass Sie mich immer an die Bedeutung von Demut und Dankbarkeit erinnern und mich lehren, in allen Dingen Ihren Willen zu suchen. Herr, ich bin auch dankbar für die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast, anderen zu dienen und einen Unterschied in der Welt zu machen. Jeder Akt der Freundlichkeit und jede Geste der Liebe ist ein Spiegel ihrer Liebe zu uns.
möge ich weiterhin ein Instrument deines Friedens und deines Lichts sein und deine Botschaft der Hoffnung und Erlösung mit denen um mich herum teilen. In diesem Moment des Gebets bitte ich Sie, mich weiterhin zu führen und zu beschützen, meinen Glauben zu stärken und meine Hoffnung zu erneuern. Hilf mir, standhaft an meinem Ziel festzuhalten, deinem Willen zu folgen und nach den Grundsätzen zu leben, die du mir beigebracht hast. Ich strebe danach, eine Quelle der Inspiration und Ermutigung für andere zu sein und durch mein Handeln ihre Freundlichkeit und Liebe zu zeigen. Ich danke dir, Vater, für jeden gelebten Tag, für jeden Atemzug, den ich nehme, und für jede Gelegenheit, in deiner Gnade zu wachsen. Möge mein Leben ein Zeugnis deiner Liebe sein und möge ich in allem, was ich tue, stets dein Licht und deine Wahrheit widerspiegeln, im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, der uns gelehrt hat, in Liebe und Dankbarkeit zu leben. Ich frage das, Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit, die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit ihren Gebeten und ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten, glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern um das bloße Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen, oder um ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Liebe und Frieden in Christus.